Zu einer schweren Flutkatastrophe kam es im US-Bundesstaat Virginia. Mehr als 100 Häuser wurden von den Wassermassen entweder beschädigt oder sogar weggespült, aus den Fundamenten gehoben. Es gibt bisher offiziell noch keine Todesopfer, die gemeldet wurden. Allerdings eine sehr hohe Zahl an Vermissten. Mehr als 40 Personen sind noch vermisst. Es kann sein, so hoffen jedenfalls die Behörden, dass das mit der schlechten Verbindungslage zusammenhängt. Das gesamte Handynetz ist zusammengebrochen. Es gibt einen Stromausfall in der Region. Der Fluss dort im Westen von Virginia hat einen absoluten Rekordpegel von mehr als 4 Metern erreicht und ist gestiegen binnen von wenigen Stunden nach sinnflutartigen Regenfällen. Der Gouverneur von Virginia hat den Notstand ausgerufen. Es laufen jetzt natürlich die Aufräumungsarbeiten, aber auch die Suchaktionen nach den vermissten Personen. Es wird nach wie vor befürchtet, dass doch einige ums Leben gekommen sein könnten. Dazu kommt die Tatsache, dass wegen des Stromausfalls jetzt sehr viele Menschen ohne Klimaanlagen auskommen müssen und das bei Temperaturen von 36 Grad Celsius. Starke Regengüsse sind in den USA in den letzten Jahren immer häufiger geworden. Schuld daran natürlich, so Experten, ist der Klimawandel.